Ich möchte nun hier auf das Konzept des sogenannten kritischen Widerstands und der minimalen Induktivität, die benötigt wird, um eine Schaltung im kontinuierlichen Betriebsmodus zu halten, eingehen. Was verstehen wir darunter? Dazu betrachten wir jetzt nochmal am Beispiel des Tiefsetzstellers, so wie wir das gerade bei den Verläufen hatten, nochmal die Spannung und den Strom im Betriebsmodus an der Grenze zwischen dem kontinuierlichen und dem diskontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt hier Tiefsetzsteller an der Grenze zwischen CCM und DCM. Das heißt hier beim Boundary Conduction Mode BCM, wir das eingeführt hatten. Und da wollen wir jetzt zunächst betrachten hier die Spannung an der Induktivität und den resultierenden Stromverlauf und uns daraus ableiten, okay, wie können wir jetzt bestimmen, welcher Lastwiderstand eigentlich verantwortlich ist, dass wir diesen Übergang kriegen. Das heißt, bis zu welchem maximalen Widerstand dürfen wir unsere Schaltung belasten, sodass wir noch im kontinuierlichen Betriebsmodus sind. Tatsächlich, wenn wir uns das hier anschauen, Ströme und Spannung sind hier gleich wie im kontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt, während der Einschaltzeit kriegen wir die Spannung UE minus UA. Während der Ausschaltzeit kriegen wir die Spannung minus UA. Die Flächen sollten gleich sein. Das heißt, hier haben wir UE minus UA während der Einschaltzeit. Und während der Ausschaltzeit 1 minus D mal T kriegen wir die Spannung minus UA. Bei diesem Boundary Conduction Mode ist dieser dadurch gekennzeichnet, dass der Strom gerade zu einem Zeitpunkt 0 wird. Und zwar zu Beginn und Ende der Periode. In diesem Boundary Conduction Mode darf man jetzt alle Gleichungen benutzen, sowohl für den diskontinuierlichen als auch für den kontinuierlichen Betriebsmodus. Deswegen können wir hier gleich ausrechnen, okay, welcher Wert des Lastwiderstandes verursacht genau diesen Verlauf, dass wir auf dieser Grenze sind. Dazu rufen wir uns kurz ins Gedächtnis zurück, was wir gerade gesagt hatten über den Mittelwert. Tatsächlich beim Tiefsetzsteller ist der Mittelwert des Stromes durch die Induktivität gleich dem Ausgangsstrom. Und hier hatten wir einen speziellen Namen eingeführt. Für den Fall, dass wir in diesem Boundary Conduction Mode sind, haben wir hier diesen kritischen Strom, IA-Crit. Und jetzt wollen wir uns angucken, was ist der? Tatsächlich können wir hier relativ einfach den Mittelwert berechnen, und zwar über die Flächenberechnung von diesem dreieckförmigen Stromverlauf. Das heißt, in diesem Boundary Conduction Mode gilt IL Mittel ist 1/2 Delta IL, und das ist dieser Wert IA Crit. Warum? Der Mittelwert ist die Fläche geteilt durch die Periodendauer, und wir wissen, Dreieckfläche ist 1/2 Grundseite mal Höhe. Höhe ist hier Delta IL, die Grundseite ist T, das heißt tatsächlich 1/2 Delta IL mal T mal 1 durch T wäre der Mittelwert. Deswegen können wir sagen, okay, 1/2 Delta IL ist dieser Wert IA Crit. Jetzt ist die Frage, okay, tatsächlich, welcher Widerstand verursacht das? Das heißt, dieser Widerstand ist der kritische Widerstand. Kritischer Widerstand ist gerade der, der bei der Spannung UA diesen Strom IA Crit erzeugt. Das heißt, den können wir definieren als UA durch IA-Crit. Und das gilt für alle DC-DC-Wandler. Das heißt, wir definieren eigentlich für alle DC-DC-Wandler einen kritischen Widerstand. Und das ist sozusagen der Widerstand, den wir anschließen müssen an den Ausgang des DC-DC-Wandlers, dass wir im BCM-Modus sind. Das heißt tatsächlich, wenn jetzt hier Erlast gleich R-Crit ist oder RL-Crit, an dieser Stelle werden wir diesen Stromverlauf kriegen, dass wir in diesem Boundary Conduction Mode sind. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, tatsächlich, wie können wir jetzt den bestimmen? Dieser kritische Widerstand hängt tatsächlich nämlich ab von diesem Wert Delta IL und damit von der Schaltfrequenz und der Ausgangsspannung. Das heißt, das können wir so betrachten. Ich kann jetzt sagen, wenn ich diese obere Gleichung hier einsetze in diese Gleichung, dass der kritische Widerstand auch nichts anderes ist als UA durch 1/2 Delta IL, wobei ich Delta IL berechnen kann. Und das machen wir jetzt hier über das Zeitintervall, die Ausschaltzeit. Das heißt, wir haben hier eine Steigung von minus UA durch L für den Strom, und der Strom nimmt während der Zeitdauer 1 minus D mal T von Delta IL auf 0 ab. Das heißt, ich kann sagen an dieser Stelle, Delta IL ist UA durch L mal 1 minus D mal T. Tatsächlich hier wieder bloß die Gleichung UL ist gleich L Delta IL nach DT aufgelöst nach Delta IL, wobei dann Delta T 1 minus D mal T ist, UL minus UA ist und Delta IL natürlich gleich minus Delta IL in diesem Fall ist. Ach, das ist jetzt die Abnahme des Stromes vom Maximalwert auf 0. Und wenn wir das dort einsetzen, kommen wir auf diese Gleichung. Das heißt, damit
kann ich jetzt hier diesen kritischen Widerstand ausdrücken, auch über die Ausgangsspannung. Das heißt, ich kann jetzt hier einsetzen, Erkrit ist UA durch 1/2 UA durch L mal 1 minus D mal T. Wir kürzen jetzt das UA und sehen, das ist dann 2 mal L mal F durch 1 minus D. Das ist der Wert für den kritischen Widerstand. Was bedeutet das jetzt? Für alle Widerstände erlasst, die größer sind als dieser kritische Widerstandswert, haben wir den diskontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt tatsächlich, das ist genau der Widerstand, den ich sozusagen als Last anschließen muss an meinen DC-DC-Wandler, um bei vorgegebener Dimensionierung, das heißt vorgegebener Schaltfrequenz und Induktivitätswert, dass wir gerade an der Grenze sind zwischen kontinuierlichem und diskontinuierlichem Betriebsmodus, schließe ich jetzt einen größeren Lastwiderstand an, komme ich in diesen DCM-Modus. Das heißt, mit dieser Gleichung kann man relativ schnell überprüfen, ob man im DCM oder im CCM-Modus ist. Das heißt, wenn wir L und F kennen und kennen das Tastverhältnis im kontinuierlichen Betriebsmodus, kann ich hier sozusagen über diese Formel ausrechnen, wie groß der kritische Widerstand ist und dann einfach vergleichen mit dem aktuell angeschlossenen Widerstand. Es gibt noch eine zweite Größe, die hier wichtig ist. Das ist die sogenannte minimale Induktivität. Die minimal, und zwar, falls man bis zu einem vorgegebenen Maximalwert von Erlast im CCM bleiben muss. Was heißt das? Tatsächlich sehen wir hier, dieser kritische Widerstand ist eine Funktion der Induktivität. Jetzt können wir auch anders vorgehen und sagen, okay, ich weiß bei meiner Schaltung, bei meinem Tiefsetzsteller oder Hochsetzsteller oder Hochtiefsetzsteller, wie die minimale Belastung am Ausgang ist, das heißt der größtmöglichste Lastwiderstand, und möchte jetzt zum Beispiel immer in diesem Betriebsmodus bleiben, dass wir kontinuierlichen Strom haben. Dann muss ich nur sozusagen diesen Wert hier einsetzen und nach der Induktivität auflösen, und alle Induktivitäten, die größer sind als dieser minimale Wert, die werden jetzt dazu führen, dass wir im kontinuierlichen Betriebsmodus bleiben. Das heißt, tatsächlich kann ich sagen, L-min, weil das hier auflösen, muss sein größer als RL mal 1 minus D durch 2F. Und das ist jetzt dann der Wert, den die Induktivität annehmen muss, wenn wir sozusagen den Lastwiderstand vorgeben und erfordern, dass wir immer im kontinuierlichen Betriebsmodus sind. Man könnte natürlich auch sagen, okay, das ist der Maximalwert, den die Induktivität haben muss, wenn ich sage, bis zu diesem Lastwiderstand wollen wir im DCM-Modus bleiben. Wir haben jetzt gesehen, wie man diesen kritischen Widerstand und die minimale Induktivität herleitet beim Tiefsetzsteller. Tatsächlich kann man für diese grundlegenden Schaltung Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Hochtiefsetzsteller für alle minimal benötigte Induktivität und den kritischen Widerstand herleiten. Das heißt, hier vorne sehen wir die Gleichung, die wir abgeleitet haben für den Tiefsetzsteller. Man kann es auch für den Hochsetzsteller und den Hochtiefsetzsteller ableiten und damit dann auch bei diesen anderen Schaltungen überprüfen. Wollen wir jetzt hier nicht machen. Das ist aber eine Übung, können Sie gerne mal selber machen. Achtung, Sie müssen berücksichtigen, der kritische Widerstand bleibt weiterhin der Widerstand, den wir am Ausgang anschließen, aber der Stromverlauf, den wir in der Induktivität haben, hängt jetzt natürlich anders von diesem kritischen Ausgangsstrom ab. Das heißt, man muss dann schauen, okay, wie groß ist der kritische Ausgangsstrom und wie hängt der jetzt zusammen mit dem Mittelwert des Stromes in der Induktivität. Und dann kann man auch diese Werte in einem ähnlichen Rechengang bestimmen. Hier unten nochmal dargestellt, was das bedeutet. L-min ist die minimal benötigte Induktivität, um einen Betrieb im kontinuierlichen Betriebsmodus zu erreichen, falls ein Lastwiderstand maximal diesen Wert R hat. Das heißt, das ist sozusagen das, wonach man auslegt, wenn man weiß, wir haben eine gewisse Minimallast, das heißt ein maximaler Widerstand, und größer wird der Lastwiderstand nie, und ich möchte immer im CCM-Modus bleiben. Umgekehrt, wenn ich wissen möchte, ob eine Schaltung sich im Boundary Conduction Modus befindet bei einer gewissen Auslegung, kann ich diesen Wert eher kritisch bestimmen. Wenn ich diesen Lastwiderstand an den Ausgang anschließe, dann arbeitet meine Schaltung genau so, dass wir zu einem einzigen Zeitpunkt einen Strom von 0 kriegen, wo wir aber gerade an der Grenze sind zwischen diesem kontinuierlichen und diskontinuierlichen Betriebsmodus. Für den diskontinuierlichen Betriebsmodus kann man jetzt auch wieder Spannungsübertragungsfunktionen ableiten. Das Entscheidende ist, dass tatsächlich hier jetzt diese Spannungsübertragungsfunktionen nicht mehr nur eine Funktion des Tastverhältnisses sein werden, sondern eine Funktion des Lastwiderstandes, der Induktivität und der Schaltfrequenz. Das heißt tatsächlich, gegenüber dem kontinuierlichen Betriebsmodus ändert sich etwas im diskontinuierlichen Betriebsmodus. Die Spannungsübertragungsfunktion wird insbesondere lastabhängig und ist von den Schaltungsparametern abhängig. Hier sind die Spannungsübertragungsfunktionen für
die drei grundsätzlichen DC-DC-Wandler dargestellt. Ich möchte einen davon ableiten im Anschluss. Das heißt, wir werden uns jetzt anschauen, wie kann ich den Inverswandler ableiten, dort diese Spannungsübertragungsfunktion. Die anderen werden wir im Rahmen von Übungen machen.